tragen. Ich bin der Highspeed Hobbit. Der Highspeed Hobbit. Mit dem Hobbit auf der Autobahn. Tja, wäre Frodo damals mal so, oder gerade in dem Moment, nicht damals, wäre Frodo mal so schnell zu Fuß gewesen, hätte der mal am Bauernfest teilgenommen, man hätte diesen Hightech, keine Ahnung, was das ist, hätte er das mal gegessen, dann wäre der viel schneller am Schicksalsberg gewesen und dann wäre die ganze Chose nicht, hätte dann nicht etliche Jahre gedauert, sondern wäre mal eben in ein paar Wochen, ne, hätte er mal eben schnell so, ja, machen wir. Nehmen wir mal eben mit, kein Problem. Eben Schicksalsberg reinwerfen, zack, kein Thema. So, zum Bauernmarkt. Und nu, und nu, und nu. Guten Tag. Jetzt beenden. Bam. Geile Kiste. Okay. Ich kann aber immer nur eine davon machen, von den ganzen Dingern, und die nur alle 9 Stunden. Ja. Und ich muss die alle einmal machen für 5 Punkte und helfende Hand. Gott, das werden gibt viel zu tun. Viel zu tun. Es gibt viel zu tun. Viel zu tun. Ich habe gerülpst. Tut mir leid. Na, mir auch. So, ich gucke mal, ob ich das hier nochmal schaffe. Darf ich kurz mit euch sprechen? Falls ihr etwas sucht, womit ihr euch beschäftigen könnt, würdet ihr mir dabei helfen, meine Streife durch das Festgelände auszuführen. Einige Leute halten sich beim Trinken zu wenig zurück und müssen für schlechtes Verhalten und öffentliche Störung getadelt werden. Entschuldigt Trunkenbolde des ordnungswidrigen Verhaltens. Lasst nüchterne Festgäste in Frieden. Zack, hier sind jede Menge von denen. Und wir fangen einfach mal mit Ich fange jetzt einfach mit dem an. Zack. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Ist ja kaum zu glauben. Hier war doch auch einer von denen, ne? War doch der? Ne, der andere. War doch der. Scheiße. War doch nicht. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Okay, das ist gar nicht so einfach. Also sind die drei sind Trunkenbolde? Jetzt nicht mehr? Ihr wollt mich doch verarschen. Darf ich kurz mit euch sprechen? Ihr macht mich doch fertig. Okay, man muss das wohl irgendwie anhand der Sachen, die die sagen, rausfinden. Dann ist der, ich wage mich auf das Feld, bla bla. Doch nicht. Hä? Schon wieder abgebrochen. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Check ich nicht, check ich nicht. Oh nein, nein, das check ich nicht. Bada badam. Und der dicke Bürgermeister. Rundgang durch das Bauernfest. Reist nach Langfurch, um die köstlichen, verlockenden Pilze zu sehen. Machen wir das doch jetzt einfach mal. Das ist da unten. Gehen wir uns mal die locker, flockig tollen Pilze angucken. Auch wenn wir dafür einmal durch das ganze Ding reiten müssen. Huch, war schon wieder ein Folgenwechsel. Habe ich gar nicht gemerkt. Ich labe hier in einem durch und merke nicht mal, dass die Folge bereits zu Ende ist. Naja. Dann willkommen in der neuen Folge. Sag ich mal so. Und wir sind immer noch beim Bauernfest. Bauernfest, Bauernfest. Und das ist sehr aufwendig. Aufwendig, yeah. Es gibt Quests ohne Ende, die man nicht versteht. Doch wir sind beim Bauernfest und blicken nicht durch. Also ich zumindest nicht. Wenn ihr durchblickt, Gratulation. Ich könnte natürlich nachgucken, aber. Ach, hier sind die Bienenstücke. Mach ich schon mal, was ich morgen mache. Also, was ich in 9 Stunden mache. So, also, mit dem Nachgucken, das ist so. Nee. Das mag doch keiner. Was ist das denn? Achso, eine Kröte läuft daher. Ja, dann lassen wir die mal daherlaufen. Ich meine, wer mag schon, wenn man nachguckt, ne? Das ist ja echt schon. Das ist ja. Das ist hier irgendwie, ne? Irgendwie, ne? Ist das, ne? Ne. Ach, ich muss ja da runter. Auf die andere Seite vom Fluss. On the other side of the Fluss. Huch. Hier war ja das Elbenlager. Ich erinnere mich. Hier war das Räuberlager und ich muss... Ah, ich muss ja da hinten hin. Oh, das ist doch einmal ganz
anderen Ende vom, vom Auenland. Gut, dass ich Otto dabei habe. Gut, dass ich Otto habe. Was wären wir nur ohne unseren Otto? Festplatz? Stand da gerade Festplatz? Das macht ja gar keinen Sinn. Wir sind gar nicht auf Festplatz. So. Die Pilzjagd? Was für eine Pilzjagd? Pilzjagd? Okay, hier gibt es eine Pilzjagd. Ist auch geil. Agli. Serenia, die Kriegerin. Ich will auch Pilzjagd. Was ist das denn? Fährt zum Bauernfest. Ach nein. Da kann man sich direkt zurückporten. Das ist ja toll. Wo kann man sie nicht hinporten? Ich will auch eine Pilz sammeln. Wo denn? Ich will auch. Das ist ein Hund. Ein Wolf. Was geht denn mit dir? Bist du doof? Hallo? Hallo? Was ist denn? Es tut mir leid. Warum bist du tot? Also, du bist nicht tot, aber nur mehr Wölfe. Nee, das Fangen. Ach, sie hießen ja Wolf und Fangen, genau. Ich möchte das auch machen mit den Pilzen sammeln. Das ist total cool. Wie ist das Wertebefinden? Ah, okay, man muss ins Maisfeld und den Hunden ausweichen. Ich verstehe. Das ist natürlich cool. Und wenn das wieder so komisch funktioniert wie beim letzten Mal, dann habe ich in 5 Minuten auch die andere Quest wieder abgeschlossen, ohne irgendwem geholfen zu haben, aber ich habe sie trotzdem abgeschlossen. Auch wenn ich nicht verstehe, was das für einen Sinn macht. Aber es scheint tatsächlich so zu sein. Ich bin gespannt. Ja, komm schon. Wie lange dauert denn das? Das kann nicht so lange dauern. Das muss man doch mal hier, ne? Ein paar Mal und so. Vorbei? Was? Vorbei? Guten Tag. Nö, nehmen wir doch nicht. Was machen wir denn so lange? Wir gucken mal, was geht denn so in Rovanion? Der südliche Düsterwald. Schwertfelder. Irgendwann werden wir auch hier nochmal reinkommen. Die Minen von Moria. Die sind so riesengroß, ne? Unglaublich. Was ist das hier eigentlich? Ach, cool. Was ist denn das? Mein Gott. Dogorland Mordor. Jetzt fertig? Ja, immer noch nicht. Harad wäre auch geil. Rohan, Gondor. Der große Fluss. Ist der denn auch groß? So groß finde ich den gar nicht. Ah, nur damit ist die Sonne abgeschlossen. Ich hoffe, irgendjemand konnte der zähnefletschenden Wut von Bauermagers Hunden entkommen. Aber egal, die nächste Runde beginnt bald. Erstmal gebe ich Seid die ab. Seid gegrüßt. Bleibt Pilze. Doch. Und die hier nehme ich an. Wartet auf den Beginn des Spiels. Sehr schön. Und das andere ist irgendwo hinlaufen und zu wem? Da hinlaufen. Okay. Kriegen wir hin. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, dass ich da hier die... Ich zoome mal raus. Damit ich das auch sehe, wo diese Hunde sind. Ich hoffe, das hilft. Dann laufe ich einfach so durch das Feld. Haha, dann sehen die mich nicht. Hahaha. Das könnte sogar funktionieren. Wenn das jetzt mal anfängt. Bitte was? Bitte wer? What the actual fuck? Schreckenspilzschleim. Unfreiwilliges Emote. Danke dafür. Sohn von Gwinja. Ah, hier ist ein Pilz. Ach, man kann gar nicht mehr rauszoomen. Was ist das denn?
Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Was? Ach, das war schon alles? Gibt's doch nicht. Der hat mich... Ich kann hier gar nicht rauszoomen, das ist ja total für den Arsch. Ja, wenn ich hier hinlaufe, dann bin ich wieder weg. Aber sobald ich hier reinlaufe... Flupp. Ach, wie fies. Ach, ist das gemein. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Ich habe nur einen Pilz bekommen. Naja, immerhin habe ich die alle. 20 Grenzermünzen, das ist krass. Ja, dann sind's, habe ich ja nicht mehr viele. Sind nur noch 1380. Bis zu meinem epischen Ross. Boah, ich will das aber auch schaffen. Das geht mir jetzt auf den Sack. Das ist voll gemein. Ich sollte nicht oben rumlaufen, ich sollte bei unten rumlaufen. Ich bin aber genau in den reingelaufen. Wie viele Hunde sind denn hier in dem Ding? Das sind zwei. Das sind nur die beiden, ne? Das ist total gemein. Ich habe einen totalen Nachteil, weil ich hier so ein Hobbit bin. Ich habe den vollen, totalen Hobbit-Nachteil. Was geht denn mit ihm? Was hat der alles am Rücken? Endors emsige Entdecker. Was geht denn mit dem? Verschlungene Pilze, 1 von 8. 8 Stück brauche ich. Okay, 8 Stück, 8 Stück. Bitte was? Wer ist das denn? Bitte wie? Ach, den Markt bemannen ist abgeschlossen. 2 von 3. Ja, das ist schön. Keine Ahnung, dass das immer automatisch funktioniert. Ist ja witzig. Das ist ja total freaky. I think you're freaky and I like you a lot. Was ist denn dieses kleine Mini-Mädchen? Fahr mal hin. Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Sehr, 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 sehr merkwürdig. Oder dass der Hund mich direkt gesehen hat, ey. Mann, das ärgert mich. Ich bin genau da reingerannt. Naja, immerhin war es nach dem ersten besser als nach dem 7. Da hätte ich mich wahrscheinlich ein bisschen mehr geärgert. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Huch. Da war wohl ein Schrumpfpilz bei. Ach, scheiße. Ich kann das nur einmal in der Stunde machen. Ach, wie kacke. Nehmen wir das nicht eher sagen können. Jetzt habe ich hier gewartet. Oh. Ach so, scheiße. Nehmen wir den. Schneller, keine Lust zu laufen. So, sehr schön. Ein Rundgang durch das Bauernfest. Guten Tag. Jetzt beenden. Und nochmal 5 Grenzermünzen. Und hier kann ich nämlich die auch tauschen. Die Bauernfest. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Genau. Gartenhandschuhe. Ach, wie edel. Die sehen ziemlich scheiße aus. Genauso wie... Oh je, oh je. Oh je, oh je. Gartenstiefel. Gartenschürze. Kapuzen, Umhang der Ernte. Das ist cool. Das ist... Not that bad. Schicker, brauner Waffenrock mit Hosen. Schickes Bauernkleid. Ach, cool. Breit. Was? Ein Gartenhut? Nee. Korb mit bunten Eiern. Maisstängel, Laterne. Die komischen Masken, die mega creepy sind. Und Pilzkreis. Goldene Hühnerstatue. Obst- und Gemüsestand. Haufen geheimnisvolles Pulver. Ach, für Feuerwerk, okay. Ah. Sommerfest-Ross. Habe ich das nicht? Ne, ich habe ein Sommerfest-Pony, aber das habe ich doch trotzdem. Ich habe doch Sommerfest. Jubiläums-Pony? Sommertags-Pony, nicht Sommerfest-Pony. Schabracke der Reichlichkeit. Bauernfestross. Ja, wie sieht denn das aus? Offensichtlich ja nicht so. Ach, guck mal, hier gibt es direkt Pferde in die richtigen Richtungen. Ja, super, ey. Ich das jetzt erstmal. Ja, hier sind ganz tolle, aber ich weiß nicht, wie ich die besorgen kann. Das hier kostet auch nur 1. Das Sommerfestross.
Das kostet nur das ist nur eine einzige Münze? Kann nicht sein. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Und wo sind die Dinger, die ich eintauschen kann? Ich habe doch hier diese ganzen Fische und so. Die würde ich jetzt gerne eintauschen. Das fände ich toll. Wo gingen die hin? Sansons Hof und nach Langfurch. Langfurch. Ach so, das ist direkt da unten. Ah, man braucht ja also gar nicht laufen. Das ist ja noch besser. Das ist ja wird ja immer besser hier. Okay, hier, das kann ich nicht mehr abschließen gerade im Moment.